Was geht ab bei euch auf der Erde? Terrafox hier gesetzt. Von der Erde, heute spielen wir wieder Erdenverbund. Ich habe keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Es ist Earthbound auf Deutsch mit dem deutschen Patch von, ich habe den Namen vergessen, Glow You, irgendwie sowas. Und hier steht auch schon Rathaus auf Deutsch, also das Spiel ist eingedeutscht worden. Teilweise sogar durch, von der japanischen Fassung übersetzt und wir sind gerade Level 2 und 6, uns fehlen 20 Lebenspunkte, haben kein Geld, haben keine 200, also irgendwie sind wir hängen geblieben, weil wir diese Punker nicht richtig erledigen können. Wir hier weiter müssen wieder rein schlagen auf Streuner. 30 LP. So. Er hält 4 Erfahrungspunkte. Das müssen wir 50 Mal wiederholen, haben wir 400 Erfahrungspunkte. Wir gehen jetzt aber erstmal nach Hause, damit ich hier das Leben wieder auffüllen kann. Mit dem sprichst du ja, mit der Mutter da. So. Ja, was ich jetzt da gerade mache, ich lade gerade das dritte Teil des Plays hoch und gleichzeitig streame ich live. Das ist ja kein Online-Spiel, das heißt, ich habe keine Probleme mit Lags oder sowas. Das hatten wir nicht bei Earthbound. Und Earthbound Online-Spiel wäre sehr geil, ne? Wir reden erstmal ab. Spiel spricht dein Papa, ich habe 38 Euro auf dem Konto. Wenn die abziehen, was du ausgeben sollte dein Kontostand 153 Dollar betragen. Nun, die Rating Anfangs mit Level sind 196. Dennoch, was brauchst du aufzeichnen? Fortfahren, wenn ich weiß, das ist nicht gesund zu übertreiben, ja. Guter Rat, aber das erinnert mich immer wieder daran, dass ich übertrieben habe mit der Arbeit und ich krank geworden bin dadurch. Ey, Mann, ey, das, ich hätte das Spiel spielen sollen, dann wäre ich noch gesund und bräuchte keine Medikamente nehmen, ey. Ah, oh, das wäre super, ey. So, Abschluss wurde wieder zahm. Wie viele XP bekommen wir für? 3 Stück. Und Keks. Naja. So. Blaue Taste. Ist sie eigentlich. Ich schau mir mal an. Oh, nee, ey. Das ist halt gar nicht ja. Autokampf. Ich lasse das Spiel für mich spielen. Ich schau mir, wie ein NES-Controller aussieht. Kann ja nicht sein, dass der. Button genauso. Die sind ja gar nicht bunt. Es gibt auch bunte. Ne? A ist grün, bei mir ist es Y. Hier. Ja, so sieht er aus. Hab ich nicht. Hab mir so einen blöden Xbox-Controller auf dem PC. Ist das mit der Kamera los? Nee. Sah nur so aus, ein bisschen. Ja. Ein bisschen verschwommen irgendwie so. Wolken irgendwie, oder ein bisschen bewölkt sah es aus. So, ich habe eine bessere Idee. Wir schauen mal auf die Karte. Kann man auch da entlang laufen? Ja, guck ich mal nach. So. Wir gucken jetzt mal nach, wo es hier lang geht. Ah, oh, von hinten und blutrot, wie das Ganze natürlich. Ich greife irgendwann. Ich kann auch den Melodiestein stehlen, das wäre sehr. Sehr. Dann wäre es am Ende. Dann wäre er sofort tot, so gut wie tot, ey, wenn er den Melodiestein verdienen würde, weil die Crazy ihn geklaut hat, ne? Oh, Manometer, ey. So. Ich fange trotzdem das hier mal an. Wir haben wieder einen Keks eingesammelt. Ah, ich glaube, man kommt hier gar nicht runter, ey. Das ist da dieses Schild. Dieses blöde Etikett ist im Weg. Aber hier mal, ey, das ist eine tolle, gute Karte, ey. Wenn man hier ist. Schau doch mal an. Da ist das direkt am Etikett hier. Oben links, direkt Etikett.
Da! Okay. Stört zwar nicht so sehr, aber das war jetzt ein bisschen unprofessionell. Meiner Meinung nach. Das ist das Etikett, das überdeckt. Die Karte überdeckt. Ja. Ist der Rucksack wieder bald voll? Na, noch ein Platz dann frei. Oh. Also die Schlangen können wir schon mal... Okay, die sind ja stark gepanzert mit dem neuen Billigarmband, ne? So, hast du halt 4 Erfahrungspunkte, Manometer, ey. Boah, man kommt nicht in die Stadt hinein. Wieder ein Tier, das wir vermöbeln müssen. Und wir weicht auch noch aus. Weicht wieder aus. Boah. Wir sind sicherlich schon ein paar Controller bei kaputt gegangen. Immer auf A drücke ich. Ich drücke immer auf A. Mit wem sprichst du, sagt das Spiel? Ja, mit mir selber, ne? Mit den YouTubern hier. Livestream schaut sich keiner an, aber naja, wir machen trotzdem mal weiter. So. Was ist denn das denn hier? Ja, die sieht ja komisch aus. Ich überlege schon nach Tucson, die Stadt im Süden zu ziehen. Damit ich jetzt auch hin, um Paula zu treffen. Aber diese blöde Straßensperre ist da. Wahrscheinlich müssen wir zuerst hier diese Gangster aus der Spielhalle vertreiben. Wo ist die überhaupt, die Spielhalle? Ich glaube unten links. Habe ich einen Mauszeiger? Ja, da. Hier in dem Bereich ist sie. Da muss die Spielhalle sein. Wir gehen mal hin. Ich gucke nochmal den Status an. 3 XP fehlen mir, wir nehmen einen Keks. Frank hat eine unglaublich starke Waffe. Ich wette, wenn du sie in die Finger bekommst, kannst du jeden besiegen. Können wir das Poster ansehen? Ich blick nicht durch. Damit die erst draußen vermöbeln oder jetzt erstmal die da drin? Ist das Frank, der da rumsteht? Das ist irgendwie so ein Roboter mit Crown oder so. Sieht aus wie Crown da, meiner Meinung nach. Für Sonic the Hedgehog. Crown oder so, der Crown da halt. Gibt sowohl im Spiel als auch im Comic. Cartoon meinte ich. Da sieht er aus. Der Roboter da. Oh. Ah! Schmetterling! Schmetterling! Der magische Schmetterling lässt nie nicht zur Ruhe kommen. Okay, was bringt der Schmetterling? Ich meine, es könnte sein, dass es die Lebenspunkte erhöht. Wir waren gerade bei maximal in dem Keks, den wir gegessen haben. Angriff 18, 173 fürs nächste Level. Drücke für PC Info. Boah, ist das langweilig, ey. Das sind keine Tiere, die man vermöbeln kann. Terrorbound, ne? So hätte ich mich nennen sollen. Terrorbound. Würde ich dann lieber verstehen, ne? Okay, so fangen wir da. Oh, da kommt ein zweiter hinterher. Nein, das gibt's auch wohl nicht. Der hatte.
Ah, oh, wir haben ohne Schaden gewonnen. Hallo? Ich möchte gerade sprechen, du willst doch nicht, dass er dich verprügelt, oder? Okay, müssen wir reden. Okay, das ist ein bisschen spannender. Er hat uns einen Lebenspunkt abgezogen. Ich glaube, das bin ich, aber war eine gute Investition. 25 Erfahrungspunkte, sehr gut. So, Status. 10 Lebens, 9 Lebenspunkte fehlen ein. Angriff 4, 8, Verteidigung 17. Ich brauche noch so eine Kevlar-Weste, ne? Eine Kevlar-Weste wäre geil für den Körper. So, wir nehmen mal einen Keks und essen einen Keks aus und brauchen wir ein bisschen. Boah, das geht so schnell, der Text, ich kann es kaum lesen. Ja. Das sind nur 3? Das ist wieder neu angekommen. Boah, das sind sogar 3. Gewonnen! 57 Erfahrungspunkte, oh, das ist schön, das hat sich gelohnt. 1 ist die Erfahrungspunkte für das nächste Level. So, Keks. Und LP kriegen wir nicht zurück. So, ah, ey, spawnen die wieder neu. Ich glaub's ja nicht, ey. Die spawnen wieder neu. Oh. Skatepunk. Okay, wir können ausweichen, der macht kaum Schaden. Okay, wir sind ein Level weiter gestiegen, Alter. Ich speichere mal ab.
So. Ja, ne? Das ist wie. Wie heißt denn das? Slot. Irgendwie. Die Zahlen, die gehen nicht direkt runter, sondern die laufen erstmal runter. Ich hab keine Ahnung, wie ich es da beschreiben soll. Oh, es ist zu spät. Ich kann mich nicht mehr richtig konzentrieren. Ich weiß nicht, wie ich es da beschreiben soll. Jetzt gehe ich mal hier in die Spielhalle. Du warst das. Du hast meine Kumpel verkloppt, nicht wahr? Du sollst die wahrscheinlich alleine ziehen. Hey, Kleiner, müsste so ein Mitglied werden? Nein, sei nicht so ein Snob. Du greifst ja mal Junior an. Oh. So, jetzt sind wir stark, weil wir die Tiere vermöbelt haben. Jetzt können wir den. Oh, der Endgegner. Ja, ein Stück Arbeit aus. Hier soll es okay reden. Ich bin Frank Fly und du bist? Komm schon, kannst du nicht wenigstens deinen Namen sagen? Oh, ein Messer hat er! Das habe ich gemeint. Das heißt, zwei Videos verwendet. Kann ich mich erinnern, was es war. Okay, schlagen. Auf Frank. Frank schwingt mit einem Messer. Messer 23% EP Schaden. Messerschaden. Critical Hit. Gewonnen. Sehr schön. Ich dachte schon, das wird ein langer Kampf. 50 Erfahrungspunkte. Delos Frank kann nicht geschlagen werden. Puff, puff, puff. Und das ist Frankies Style Nummer 2. Boah, es geht jetzt schon wieder los, ey. Oh, Rang Nummer 2 wurde zerstört. Gewonnen! Ja! Das hat 46. Ja, viele Erfahrungspunkte, ne? Das ist meine erste Niederlage. Fehllos, Frank ist jetzt nur Versager, Frank. Ich weiß, dass du danach rumgefragt hast. Also werde ich dir vom Riesentritt erzählen. Es scheint ein rechtmäßiger Ort zu sein. Eine besondere Kraft wird dort aufgewahrt. Sie erlaubt es bestimmten Menschen, erstaunliche Leistungen zu vollbringen. Allerdings hat ein Monster die ganze Energie aufgesaugt. Es ist schwierig, zum Riesentritt zu kommen. Das ist alles, was ich weiß. Ich rate dir, noch mehr Informationen zu sammeln. Der Eingang zum Weg zum Riesentritt ist hinter der Hütte der Animateure. Pink Pirkler, der Bürgermeister von Onet, hat einen Schlüssel zur Hütte. Du bist stärker als ich, aber dein Abenteuer fängt erst an. Nein! Du bist stärker als ich, aber dein Abenteuer fängt erst an. Okay, vorher hat er mich mit dem Messer angegriffen, das ist ja ganz nett. War ja ganz nett eigentlich. So, oh, ich nehme jetzt mal einen Hamburger. Hamburger benutzen. So. Ja. Ja. Ah, wir sind freundlich geworden. Wir sind jetzt Mitglied. So, ich speichere kurz ab. Ich check das nicht, wie viele Bänke und Slots man hat für die Speicherung. Hey. Der fragt gar nicht nach, ob ich das über Feld nicht überschreiben will oder so. Mir ist es ja schon mal passiert, dass ich versehentlich überschrieben habe das Spiel. So, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich nicht hin. So, blauer Knopf. Thyssen. Mal gucken, wie wir jetzt bei Thyssen kommen. Nein, natürlich nicht. Die Straßenschwelle ist noch da. Sprich mich nicht ab, ich bin im Dienst. Ich bin nicht Hauptmann Starks. Bis ich nicht Hauptmann Starks Genehmigung habe, kann ich dich nicht durchlassen. Okay.
Wie heißt der? Riesiger Tritt oder so? Ja, Mann. Das ist eine Übersetzung. Wahrscheinlich ist sie richtig. Das ist das Schlimmste. Riesiger Tritt. Wie das Ding heißt. Wie heißt das Ding? Ich guck mal nach, wo das Ding ist. Ist das Ding überhaupt normal? Hier, ne? Nein, eigentlich nicht, aber mal gucken. Ah, da sind wir ja schon. Ich habe gehört, dass sich auf der Werkstelle hinter dieser Hütte ein riesiger Fußabdruck befindet. Ich selbst habe ihn noch nicht gesehen, es ist nur ein Gerücht. Diese Hütte wurde von jemandem neben dem Rathaus zerschlossen, deswegen können wir dich nicht mehr rein. Grund dafür ist der Drecksgen namens Frank. Er hat anscheinend diesen Ort verwüstet, das ist für eine Sauerei. Wir können uns nicht mal umziehen und die Hotels sind zu teuer. Die Tür ist verschlossen. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt ins Rathaus oder so. Hütte der Amateure. Wie heißt das Ding jetzt nun? Riesiger Fußabdruck findet. Riesiger Tritt. Also wie heißt das Ding nun? Riesiger Tritt, dieser blöde heilige Ort, riesiger Tritt in die Eier oder was? Das ist ja Vorteil in die Erstbauern hier. Was ist das hier für ein Schmetterling? Wir gehen rein. So, ihr habt jetzt einen Schmetterling. Ich glaube, ich hatte Lebenspunkte sowieso wieder auf voll gehabt. Habe wieder Schmetterling verschwendet. Ah, das ist super. So, Rathaus. Wo ist das Rathaus? Ist natürlich nicht beschriftet. Was ist das Spiel? Das ist merkwürdig, ey. Das ist so. Keine Ahnung. Ist es nicht beschriftet? Wo es ein wichtiger Ort ist. Was ist das denn? Hier kann man da gucken. Hier ist alles okay. Das ist das Rathaus. Okay, nächstes. Seitdem du die Halben besiegt hast, bist du das Gesprächsthema der Stadt. Bürgermeister Pinkle wartet auf dich. Ja, der will nicht jetzt hin. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich halte bei der nächsten Wahl eine Rede, die Bürgermeister Pinkle unterstützt. Ich halte bei der nächsten Wahl eine Rede für. Hey, 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 ich bin Bürgermeister G.K. Pürkler. Es ist schön, dich kennenzulernen. Du hast die Raufwolke der Stadt besiegt und du hast sie geschlagen, in ihre Hintern getreten, ihre Köpfe abgebissen, in ihre Augen gespuckt, bis sie sich in die Hose gemacht haben. Dann hast du sie gezwungen zu versprechen, dass sie keinen Ärger mehr verursachen werden. Vielen Dank. Was? Du willst den Schlüssel für die Hütte der Amateure? Ich denke, es könnte den Frieden der Stadt helfen, wenn ich den Schlüssel einer so großartigen Person wie dir gebe. Wenn du aber auf Gefahren stößt, weißt du nicht, dass ich die Verantwortung übernehme. Ich werde alle Verantwortung umgehen können, richtig? Nein. Ich bin ein sehr wichtiger Mann in diesen Bereichen. Glaubst du, dass ich wichtig bin? Ja. Du bist ein kugiges Kind, hier ist der Schlüssel zur Hütte. Ich warte, nicht mal diplomatisch nach etwas zu fragen. Hält den Hüttenschlüssel. Sieht aus wie jemand, der etwas Großes vollbringen wird. Ja, wir haben jetzt einen Schlüssel. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Wer ist denn das hier? Ich habe wirklich schlechte Laune. Warum? Weil der Bürgermeister mich nicht mag. Ich glaube, ich nehme mich eine Weile zurück und spanne etwas. Ich könnte ein paar Stunden gebrauchen, um die Papiere zu unterschreiben. Kichergrunz. Oh, bist du nicht nass? Ist heute schulfrei? Hast du deine Hausaufgaben fertig? Vergiss nicht, erzähl es mir putzen, bevor du ins Bett gehst. Hast du in letzter Zeit ins Bett gemacht? Ja. Ah, hast du mir putzen, muss ich auch noch. Oh, die täglichen Alltagsprobleme, ne? So, wo waren jetzt hin? Zu den, Ist natürlich nicht beschriftet. Wo dieser riesiger Tritt ist, also wo diese Hütte der Animateur ist oder so. Hier ist das, ne? Hier irgendwo. Ah, Schmetterling, lassen wir jetzt mal in Ruhe. Ach, da ist es, unter dem Stadtplan-Logo. Thank you.
Tür ist verschlossen, Sachen. Hüttenschlüssel. Ablegen. Du solltest Hüttenschlüssel nicht ablegen. Geben. Magst du auch zu reisen? Reise ab nicht. Ah, wir haben was fürs. Was ist denn das überhaupt? Reiseamulett. Hilfe, Reiseamulett. Muss im Körper ausgerüstet werden. Schuss vor Paralyseangriffen. Ich hab keine Ahnung, wir gehen mal rein. Wie geht's denn weiter, ey? Oh! Ja, Gegner oder was? Rauflustige Maus dann. Boah! Ein Critical Hit. Schon wieder Critical Hit. Ey, das ist ja ein Ding, ey. Haben wir noch Hamburger übrig? Einen Hamburger haben wir noch übrig. Boah, wäre beinahe von hinten gekommen. Ey, schon wieder! Wieder Kittle Hit oder was? Schon wieder Critical Hit, unglaublich, ey. Was war denn das? Da ist doch gar nichts. Nacktschnecken. Karotten. Ich werde. Oh, boah, sind sie klein. Kann schwarze Ameise sein. Sieben quasi Erfahrungspunkte. Was ist denn das? Ey, es gibt Sachen hier, die brauchen wir wirklich nicht. Was ist denn das überhaupt? Hilfe. Hauptsandwich, hilft seinen Schritten. Für ca. 10 Sekunden auf die Sprünge. Außenhilfe ist hier wieder etwas zu kräften. Ne? Okay. Und dafür der ganze Aufwand oder was? Das ist ja unglaublich, ey. Oh, verdammte Gegner, ey. Was ist denn das denn hier? Boah.
Manometer, es geht jetzt so weiter oder was? Hier ist doch nicht einmal. Das ist ein ganz leerer Raum, haben wir gerade eben erobert. Wir haben einen leeren Raum erobert. Okay, hier kann man hochklettern. Schaut schon wieder eine Ameise oder noch mehr von den Viechern, ey. Autokampf. Kann ich wenigstens noch was trinken? Oh, die Autokampffunktion ist super, ey. 108 Erfahrungspunkte. Braucht dringend neues Leben. Ich gehe mal. Wow, ich dachte, da schon die Serien drin. So. Boah, diese Cutscenes dazwischen. Was ist denn das? Oh. So, damit ich jetzt nicht unvorbereitet reinstürme. Deswegen gehe ich jetzt mal was essen. Ach, das Essen. Was passiert eigentlich, wenn ich das Hotel benutze? Ich meine, Burger oder so. Nicht genug! Money, 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 money! Money! Money, 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 money! Money! $14 für einen Hamburger. Zum hier essen. Ich kenne mich jetzt nicht aus mit den ganzen HPs. Ja. Vielleicht kriegen wir noch hier einen Keks von irgendeinem scheiß Tier. Falls ein Tier kommt, aber die jetzt schon da ist eins. Oh, grün! Von Hitler angegriffen. Ah, gewonnen. Da, da haben wir schon einen Keks. Sehr gut. Sachen. Keks. Benutzen. Ja, das bringt nicht viel, aber... besser als nichts. So, wir gehen nochmal rein. So, ja, geh noch mal rein. In die Höhle, in die Höhle, in die Höhle. Oh, verdammte Mäuse. Oh. Oh, von hinten. Oh. Boah.
Okay, das ist jetzt ein bisschen komplizierter, als ich denke, Sachen. So eine schwarze Ameise ist dabei. Ah, sehr gut. Hä? Der hatte doch schon. Ich hab mir. Da hat es doch sowieso voll Leben gehabt. Jetzt fehlen mir wieder die HPs. Kann ich ganz den Weg wieder zurücklaufen. Wir müssen jetzt noch bei diesen blöden Gegnern anfangen. Oh, Manometer, ey, dieses Grinding nervt ein wenig. Vielleicht lässt den Keks fallen. Grün sogar. Bam! Gewonnen. Oh, die kriegen alle einen drauf. Na, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Den ganzen Weg nach Hause laufen? So weit ist es gar nicht. Wir laufen den Weg nach Hause. Das war ein bisschen nervig, aber... PP habe ich bislang noch gar nicht ausprobiert. Die Psi-Attacken oder PSI-Attacken. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Wie wird das ausgesprochen? Oh, hier ist ein Schmetterling. Den könnte ich gut gebrauchen. Oh, ich habe ihn noch gekriegt. Schade, um meine HP jetzt nicht zu erhöhen. Okay. Ah, oh, meine erste PSI-Attacke. Wann kann ich die endlich anwenden, ey? Unglaublich, ey. Erste PSI. Ah, ich glaube, wir laufen jetzt gerade in völlig falsche Richtung ein. Manometer. Nochmal zurück. Ich krieg, hat sich im Baum versteckt, wie geil ist das denn? Oh. Okay, so, jetzt gehen wir weiter. Mal gucken, wie weit wir diesmal hinkommen. Oh, von hinten. Aber war es noch nicht. Von mir war es mehr an der Seite, ne? War also natürlich ein kritischer Hit, muss das natürlich sein. Ey, das ist unglaublich, ey.
Boah. Da schon wieder. Wird das spannend. Anke steigt unsere IQ-Stadt und das Thema LP steigen um 14. Das ist mir schon lieber. Ja, LPs. So, jetzt können wir hier wieder was aufessen. Sachen, Keks, benutzen. Da rennen wir rein, die doofe Maus und seine Rudolf-Nase. Okay, das war diesmal kein Kritik-Schild. Ah. So. Autokampf! Oh, ja, schnell. Ich sollte kaum meine Schuhe ausziehen, das ist unglaublich, ey. So. Schon ist ja nicht beim Klettern. Boah! Boah, sieht das kleine Pixel, ey. Krass, schwarze Ameisen und Gefolgsleiter an. Die kommen immer mehr. So ein Ding, ey. Und wieder fehlen uns die APs, wir können nicht flüchten. Ja, ich brauche wieder neue HPs. Ja, wollen wir es auch, wie soll es auch anders sein, ne? So. Den holen wir aus dem Hund. So, hier. Mal gucken, was die hier haben.
Billigarmband habe ich schon. Naja, ja, wir können nicht gerade Karte zahlen, ne? Das ist schön, ne? So, was machen wir als nächstes? Ich denke gerade drüber nach, was ich als nächstes machen soll. Wenn wir ins Hotel gehen und dort übernachten oder was essen, um die HPs wieder aufzufüllen. Da. Ja. Okay, wir sind ja voll. Billiger ist es, sich jedes Mal Burger reinzuschieben, ne? Lustiger als du. Oh Mann, oh Mann, ey, jetzt wurden wir gedisst. Oh, das Spiel war wirklich unglaublich, ey. Boah, so, wir gehen jetzt mal in den Burgerladen, holen uns ein paar Pommes und so. Hamburger. Ja. Hamburger. Ja. Hamburger. Ja. Hamburger. Pommes. Tasse Kaffee. Ich glaube, sie tragen schon zu viel. Oh. Hamburger. Oh, jetzt sind wir bereit. Dann sammeln wir noch den Schmetterling ein. Also, keine Ahnung. Der Hund verschwindet, weil wir wissen, dass wir sowieso gewonnen werden. So, hier geht's ja lang, ne? Da steht hier nochmal. Riesentritt. Nur die Überschlüsse Gefahrbefehlen vom Boden. Ja, ich sehe schon, warum es so gefährlich ist. Die ganzen Tiere und so, die wollen alle umbringen. Oh, jetzt haben wir aber eine Menge Hamburger dabei. Okay, das wirft den Keks weg und nimmt den Brot live. Boah, das hätte ich ja gar nicht, hätte ich ja vorbeilaufen können bei dem Ding hier. Oh Mann, im Hintergrund. Ja, gut, so ist. Boah, wir waren doch schon drauf. Okay, ich muss einmal, sie greift an, ist der leider 12 HP Schaden, es greift an.
Was ruft dann wieder wieder Zahn? Schwarz haben wir probiert, Leben A. Der Fehl von Schwarz haben wir vollständig hergestellt. Schwarz haben wir in der 35er. Schwarz haben wir wieder Zahn. Unglaublich, ey, wenn die wieder zusammengeführt. Ey, schon wieder ein Critical Hit oder was? Wow. Ja, das geht. Ich kann Leben haben, als sich selbst anwenden. Das wird sein, das verzerrt wieder alle 4 HP. Wussten darf es effektiv sein, wenn man eine Erkältung hat. Das ist eine halbe Erkältung, Erkältung jetzt in dem Spiel, unglaublich, ey. Oh, boah, boah, von hinten auch noch. Ach so. Okay, Sachen, Hamburger, Hilfe, 50 HP, 100% Rindfleisch. Ich glaube, ein Hamburger ist nicht schlecht. So. Oh. Ist doch sowieso vollständig hergestellt, aber das ist, mach das mal hart. Da tötet man jemanden und kommt sofort der nächste zurück. Scheiße. Ah.
Ich wollte eigentlich PSA Leben wäre richtig gewesen, nicht Heilung. Ich dachte, Heilung wäre auch so. Und deswegen sterben wir jetzt. Oh, das ist ein Abgang. Okay, wir haben schon fast eine ganze Stunde gespielt. Im Stream ist keiner gekommen, aber ich lade nochmal das Let's Play hoch. Ja. Oh, sieht nicht so. Die sind wieder gestorben. Ja. Gucken wir mal den Status an. Hier Angriff hätte ich nehmen müssen, hätte das auch funktioniert. Okay, wir hatten nicht viel Geld verloren dadurch, aber. Oh, das war ausbauend. Ich gehe ins Bett. Aber ich wieder fürs Zusehen, bleibt gesund wie immer. Daumen hoch für euch. Hier kommt der. Und sehen uns im nächsten Video. Tschüss, Leute. Ciao. Tschüss.